Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video den Abschluss für Delegates an, also nochmal eine Zusammenfassung, was wir in den letzten Videos alles besprochen haben. Und wir fangen gleich an. Delegates referenzieren ein oder mehrere Methoden. Das heißt, wir sprechen im Allgemeinen von Multicast-Delegates. Und wenn wir einen Delegate aufrufen, werden eben alle Methoden, die er referenziert, ebenfalls mit aufgerufen. Delegates ermöglichen dadurch eben das sogenannte Hollywood-Prinzip. Warum? Wir können eine Methode, sei es eine Instanzmethode oder eine statische Methode, es ist vollkommen egal, über einen Delegate an Komponenten übergeben. Ja, also quasi wie einen Wert, den wir beispielsweise als Parameter bei einem Methodenaufruf mitgeben. Und so können wir eben Referenzen, diesmal nicht auf Werte oder Objekte eben, sondern auf Methoden an bestimmte Komponenten geben und diese rufen dann zu bestimmten Zeitpunkten unsere Methoden, die an diesen Delegate gebunden sind, eben auf. Das haben wir beispielsweise beim Timer gesehen, das habe ich beispielsweise am Button erklärt, der eben Events definiert, an die wir uns registrieren können und damit werden unsere Funktionen aufgerufen, wenn der Nutzer den Button auf dem User Interface klickt. Dann habe ich auch gerade schon eben Events definiert. Events sind eigentlich nichts anderes als Multicast-Delegates, die man jetzt zum Beispiel nicht wie beim Timer einfach in den Konstruktor als Parameter mit übergibt, sondern die einfach während der Lebenszeit eines Objekts, oder es kann auch ein Wert sein, auch Strukturen, wie wir gleich sehen werden, können Events definieren. Auch man kann sich an diese Delegates eben referenzieren und auch wieder dereferenzieren. Und der Punkt ist eben, dass der Komponente, die ein Event auslöst, es eigentlich vollkommen egal ist, ob jemand gerade registriert ist oder nicht. Das ist eher ein sogenannter Benachrichtigungsmechanismus, eben, dass bestimmte Funktionalität ausgeführt wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintrifft. Und auch das ist eben natürlich wieder das Hollywood-Prinzip, was dahinter steckt. Unsere Methoden werden nicht mehr direkt von uns selbst aufgerufen, sondern von anderen Komponenten, die wir höchstwahrscheinlich nicht mal selbst geschrieben haben, die also Teil eines Frameworks sind, die rufen unsere Methoden auf und in C# geht es über Delegates und Events. Wobei eben Events eigentlich auch bloß Delegates sind, die auf einem Objekt oder einer Struktur eben nicht auf Null gesetzt werden können von außen. Das ist einfach bloß, damit die Kapselung sichergestellt ist. Und dann haben wir uns als letztes angeschaut, dass Delegates auch anonyme Methoden unterstützen. Und da sind Delegates eben zwingend notwendig, weil sonst könnten wir diese anonymen Methoden gar nicht aufrufen. Wir haben eben gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, mit Delegate anonyme Methoden zu schreiben, mit dem Schlüsselwort Delegate, haben dann aber gesehen, die Lambda-Schreibweise, die auch hauptsächlich wegen Link in .NET 3.0 eben eingeführt wurde, ist deutlich kürzer oder kann deutlich kürzer sein als die Delegate-Schreibweise, weil man sich eigentlich sehr viel sparen kann von Parametertypen über Parameterklammern, über Return-Anweisungen, über oder das Return-Schlüsselwort, über eben den geschweiften Klammern für den Method-Body oder den Method-Scope. Ja, und wann setzt man anonyme Methoden ein? Eben dann, wenn man sehr, sehr kurze Methoden hat, die wirklich meistens bloß ein Statement lang sind, wie wir eben bei Link-Abfragen oder beim Link-Einsatz im Allgemeinen, da haben wir ja eben gefiltert und sortiert und gruppiert. Genau das haben wir eben dort super anwenden können, weil die entsprechenden Delegates, die für Where, Group By und Order By eingesetzt wurden, eben bloß sehr kurze Methoden sind, die eben bestimmt, also ein Element auf eine bestimmte Bedingung hin beispielsweise überprüfen oder die eben ein Element auf einen bestimmten Wert projizieren. Das haben wir ja auch gemacht. Und genau das
hat da eben sehr viel Sinn ergeben, weil diese Lambdas direkt beim Where eingesetzt wurden. Und wir haben nicht extra eine Methode geschrieben, die wir dann bloß über ihren Bezeichner bei Where, Group By und Order By eingesetzt haben. Das haben wir auch mal kurz ausprobiert und wir haben gesehen, das ist eigentlich gar nicht so gut lesbar wie ein Lambda. Und genau in solchen Situationen machen eben anonyme Methoden Sinn. Und man vergisst dann eigentlich auch schon fast, wenn man das, die Syntax so auswählt, dass es sich dabei wirklich um eine anonyme Methode handelt, wofür implizit ein Delegate erstellt wird und dieser Delegate wird dann letztendlich bloß an Where übergeben und immer wieder aufgerufen für jedes Element beispielsweise in einer Collection. Wir haben uns auch mit den Internas von Link beschäftigt, aber das ist jetzt nicht das, was ich nochmal ansprechen möchte, weil es für die Prüfung nicht relevant für Sie ist. Also Sie müssen ganz sicher nicht erklären, wie Link intern funktioniert. Das ist eher bloß für die Neugierigen gewesen, die mal sehen, wie kann ich denn sowas eigentlich auch selber schreiben. Also wir haben gesehen, ja, es geht, das sind eben diese Extension Methods und mit Yield Return haben wir eben sogenannte Lazy Methoden, die erst ausgeführt werden, wenn wir tatsächlich durch die Collection, die dabei zurückgegeben werden wird, tatsächlich durchlaufen. Was eben noch wichtig ist, was ich gerade noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir bei anonymen Methoden Closure einsetzen können. Das heißt, anonyme Methoden werden ja immer innerhalb von einer anderen Methode definiert und wir können eben einfach auf deren Variablen zugreifen, um sozusagen diese auch in der anonymen Methode selbst anzuwenden. Und genau das ist ja bei Standardmethoden, wenn wir sie einfach als Klassenmitglieder definieren beispielsweise, das ist da nicht möglich. Wir können da eben bloß auf eigene Variablen und Parameter zugreifen. Ja, das war's zu Delegates. Wir werden uns in den nächsten Videos mit Strukturen beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.